Vielen Dank, lieber Martin, für die Einladung und für das Organisieren des heutigen Webinars. Immer eine Freude, bei Extra ETF mit dabei zu sein. Ich hatte jetzt schon ein paar Vorträge bei euch. Immer ein paar exotische Themen dabei. Wir haben schon Cannabis besprochen zusammen. Wir haben schon über Kryptowährungen gesprochen. Deswegen habe ich mir gedacht, heute vielleicht etwas klassischer. Bleiben wir bei Aktien. Aber auch in der Themenwelt, das ist unsere Spezialität. Für diejenigen, die uns nicht kennen, HoneyTF ist seit fast 3 Jahren jetzt aktiv am Markt. Wir sind 2018 im Oktober mit unseren ersten Fonds in Deutschland an den Markt gegangen und wir haben uns inzwischen zu einem wahrscheinlich dem größten Themen-ETF-Anbieter in Europa gemausert. Wir haben gerade jetzt in den letzten 8 Wochen 8 oder jetzt beide 9 neue ETFs aufgelegt. Darunter sind 8, also ich glaube, der Großteil davon, wenn nicht sogar alle, sind, kann man als Themen-ETFs klassifizieren. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, einige dieser Themen vorzustellen, warum wir sie aufgelegt haben, warum wir glauben, dass die Investment-Ideen dahinter Sinn machen könnten für Anleger und wie das reinpasst. Und ich werde es kurz und knapp halten heute. Ich habe, glaube ich, 3 Slides pro Thema. Immer nach demselben Schema, ich habe es aufgeteilt, das können Sie jetzt auf der zweiten Slide sehen, in 3 Gruppen. Das ließ sich nämlich zufällig schön gruppieren. Wir haben einmal neue Wachstumsmärkte, dargestellt durch 2 Themen, nämlich Weltrauminvestments oder Raumfahrt und Sportwetten. Also ein bisschen Sünde fürs Portfolio im Zeitalter von Nachhaltigkeit und ESG, schadet nicht. Dann haben wir einmal eine Gruppe, die ich Corona Recovery Trade genannt habe, also einfach der Erholungstrade nach Corona, speziell Fluggesellschaften und ein etwas breiterer Fonds mit Hotels und auch Kreuzfahrtschiffen dabei, also die Reiseindustrie. Und dann haben wir Nachhaltigkeit, nachhaltige Zukunft. Hier haben wir 2 neue Themen gebracht. Wir haben noch einige andere im Petto, aber das sind die 2 neuesten, Solarenergie und dezentrale Energie. Zu jedem der Themenbereiche bzw. Fonds werde ich eine Slide mit den 3 Kernargumenten haben, warum wir glauben, dass das Sinn macht und Ihnen dann 1, 2 Statistiken noch nennen dazu und abschließend eine kurze Übersicht zum Fonds selber mit einigen Stammdaten. Dann können wir auch gleich einsteigen in die Materie. Thema 1, neuer Wachstumsmarkt, die Raumfahrt. Warum ist Raumfahrt ein relevantes Thema und warum gerade jetzt? Die 3 Haupttreiber für dieses wirklich sehr spannende Thema, was ja auch die Fantasie beflügelt, sind erstmal die fallenden Kosten in der Raumfahrt. Das ist wahrscheinlich der Schlüsselaspekt in den letzten Jahren, der diesen Sektor öffnet jetzt für neue Investitionen und auch für Investoren attraktiver macht. Der Datenhunger bei uns auf der Erde, das war auch eine junge Entwicklung während Corona. Hier ist uns wirklich aufgefallen, wie sehr wir von der digitalen Welt abhängen, wie wichtig die digitale Welt ist. Ohne Daten und Internet wäre ich heute nicht hier über ein Webinar bei Ihnen. Ich könnte nicht von zu Hause arbeiten, wie ich das seit über einem Jahr tue. Ich könnte nicht online einkaufen, E-Commerce, Taxis bestellen und so weiter. Und dieser Datenhunger wird zunehmen. Und das Ganze führt dann auch zu mehr Investitionen aus der Privatwirtschaft jetzt, vor allem dank der fallenden Kosten. Bisher war das ein Bereich, der rein von Staaten dominiert wurde. Inzwischen öffnet sich das aber und diese 3 Trends gemeinsam, glauben wir, werden dazu führen, dass dieser Sektor eine rosige Zukunft hat hoffentlich und auch stark wachsen wird. Fallende Kosten, wem haben wir es zu verdanken? Dem Cowboy hier im Bild, das ist der Elon Musk. Für diejenigen, also wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen Elon Musk, haben schon mal gehört oder gesehen. Seine Idee war zu sagen, Raketen sind das einzige Beförderungsmittel, was wir jedes Mal wegschmeißen, nachdem wir es genutzt haben. Weil Raketen waren nicht oder sind bis heute kaum wiederverwendbar, sondern man fliegt nach oben ins Weltall und dann schmeißt man die weg. Er hat gesagt, warum sollen wir das nicht ändern? Lass uns versuchen, Raketen neu zu nutzen. Und um Ihnen zu zeigen, wie er das Problem angegangen ist und es gelöst hat, habe ich ein kurzes Video vorbereitet für Sie. Genau. Also was Sie hier sehen, ist die Falcon 9 Heavy Rakete. Das ist die größte Rakete oder eine der größten Raketen, die von SpaceX gebaut wurde bisher.
Die hat drei Booster, einen Kernbooster in der Mitte und zwei Seitenbooster. Der sogenannte Payload, also das, was transportiert wird im Weltall, kommt oben drauf. Der Satellit zum Beispiel oder die Satelliten, die in die Umlaufbahn gebracht werden sollen. Und die Idee ist, dass man die Booster, sowohl die Seitenbooster als auch den Kernbooster wiederverwendet. Und dass man sie sicher auf die Erde zurückbringt, ohne dass sie verglühen und ohne dass sie irgendwo crashen und unbrauchbar sind. Und das werden wir jetzt gleich sehen im Bild, wie sich diese beiden Booster rechts und links, die Sie hier sehen, abtrennen werden vom Kern der Rakete. Und nachher sehen wir dann, wie ein kontrollierter Rückgang zur Erde stattfindet. Das sehen Sie jetzt hier. Und gleich koppelt das sich ab, genau. Und da haben sich die beiden Booster getrennt, nachdem der Treibstoff verbraucht war. Und die fallen jetzt kontrolliert zur Erde zurück, wie Sie hier sehen. Die werden erstmal fallen gelassen. Es wird alles berechnet im Vorhinein schon, in welchem Winkel und wie das fallen muss. Und jetzt sehen Sie hier links und rechts unten im Bild die beiden Booster, die zurückfallen zur Erde. Da gibt es leichte Adjustierungen schon mit Mini-Triebwerken. Und was Sie jetzt rechts oben im Bild sehen, ist eine Aufnahme von etwas weiter weg von einem dieser Booster, wie er zurück zur Erde fällt. Und gleich werden Sie sehen, wie der Resttriebstoff, der noch im Booster ist, gezündet wird, um eben eine kontrollierte Landung herbeizuführen. Und das Ganze hat viele Jahre gedauert, fünf, sechs Jahre, bis man es geschafft hat, das erfolgreich zu machen, von der Idee bis zur Umsetzung. Inzwischen hat man, glaube ich, über 30 Landungen geschafft. Und das ist wirklich, das war die Kernidee von Elon Musk bei SpaceX. Jetzt sehen Sie, wie der Booster hier angeht. Und wie im Ballett landen die beiden Herren und Damen sicher auf der Erde. So, das war's. Vielen Dank, Martin. Du kannst das Video jetzt wieder beenden. Ich fand das immer sehr beeindruckend. Ich habe das Video viele Male geschaut. Ich bin ein begeisterter Weltraumfan und ist da wirklich ein bisschen Ingenieurkunst hier dahinter, dass man es geschafft hat, die wiegen mehrere Tonnen, diese Booster, sicher aus 60, 70 Kilometer Höhe zurückfallen zu lassen und derart präzise. Ich glaube, die landen in einem Radius von 10 Metern auf der Erde sicher. Also tolle Ingenieursleistung. Und dadurch sind die Kosten, normalerweise kostet so eine Falcon Heavy-Rakete 150 Millionen für einen Start, wenn man sie einfach nicht wiederverwendet. Dadurch fallen die Kosten jetzt auf circa die Hälfte, 90 Millionen. Und man will diese Kosten noch dramatischer runterbringen im Laufe der Zeit. Also ich glaube, im Moment ist man bei circa 1.000 Dollar ungefähr pro Kilo Last, die man in den Weltraum befördert. Elon Musk will das runterbringen auf 2 Dollar pro Kilo. Also nochmal das Tausendfache niedriger als heute. Und das ist einer der Kernbestandteile, um das möglich zu machen. Das heißt, der Weltraum ist zugänglich, ist günstiger. Was gibt es für Anwendungen im Weltraum? Hier sind die 10 großen Gebiete der Raumfahrt, die genutzt werden können. Unten sind eher die, sagen wir so, die langfristigen Bereiche, die so ein bisschen die Fantasie anregen, aber vielleicht ökonomisch jetzt nicht die wichtigsten sind. Rohstoffgewinnung von Asteroiden, Mondlandung, Weltraumtourismus oder Deep Space Erforschung. Das sind natürlich spannende Themen, aber das sind vielleicht nicht die Massenmarktthemen. Darüber die wichtigsten Themen für Investoren, kurz- bis mittelfristig, werden das Internet sein und die Datenübertragung über den Weltraum. Und dafür braucht man Satellitenstarts und Technologie. Das ist ein Kernbereich. Der Raketenbau natürlich, um diese Satelliten hochzubringen in den Weltall. Und auch Abfallentsorgung zum Beispiel, denn umso mehr Satelliten sie natürlich im Weltall haben, irgendwann wird auch da oben der Platz nicht eng unbedingt, aber diese Satelliten kreisen mit unglaublichen Geschwindigkeiten um die Erde. Die machen eine Erdumrundung in knapp einer Stunde, also die fliegen da um die 40.000 plus Kilometer pro Stunde. Wenn da auch nur ein kleine Schraube von einem alten Satelliten übrig bleibt, der nicht mehr gebraucht wird und der trifft einen anderen Satelliten, dann kann er den ganz, ganz schnell mal außer Betrieb setzen. Deswegen wird Abfallentsorgung sicherlich auch im Weltall wichtig. Der Müll muss jeden Montag raus, wie auf der Erde auch. Und die Erdbeobachtung und Positionsanalyse mit Satelliten ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel Uber
oder Lieferando oder Deliveroo hier in UK, also Essenslieferungen, wären nicht möglich ohne GPS und die entsprechenden Systeme. Und dafür sind Satelliten auch sehr wichtig. Das heißt, das sind die großen Treiber vom Weltraum. Sie haben 10 Kategorien, auf die man achten sollte von der Nachfrageseite. Davon sind 5 große Kategorien, vor allem der Internetbereich und der Datenhunger. Und auf der Angebotsseite haben Sie Firmen wie Elon Musk, die den Zugang überhaupt möglich machen zum Weltall. Das Ganze bilden wir in einem ETF ab. Wie machen wir das? Wir bilden das ab über 2 Hauptbereiche, nämlich einmal Satellitenbetreiber. Also wenn ich sage, wie bilden wir das ab, dann meine ich, wie stellen wir das Portfolio zusammen? Wie suchen wir Firmen heraus, die geeignet sind dafür? Wir schauen einmal nach, wie gesagt, Satellitenbetreibern. Das sind diejenigen, denen die Satelliten gehören und den Betrieb verantworten, wenn der Satellit im Orbit ist. Und dann natürlich die Hardwarebetreiber. Das sind einmal die Satellitenhersteller selber. Das sind die Raketenbauer, wie zum Beispiel SpaceX. SpaceX ist nicht gelistet, das heißt, die können wir im Moment nicht investieren. Aber es gibt andere Firmen und auch Zulieferer und Bodenausrüstung. Bodenausrüstung macht circa 1/4 bis 1/3 von den Kosten aus eines Staats. Das heißt, auch sehr wichtig für den ETF, für die Industrie. Im ETF haben wir aktuell 31 Bestandteile. Er wurde vor wenigen Wochen auf Xetra gelistet. Sie finden das volle Portfolio und weitere Stammdaten auf unserer Webseite, wenn Sie Interesse haben. Zweite Thema, Wachstumsmärkte. Was gibt es noch? Wir haben uns überlegt, Sie müssen sich überlegen, wenn wir nach neuen Themen suchen, ist die Idee wahrscheinlich zweierlei. Einerseits schauen wir nach sehr langfristigen Themen, die strukturell Wachstum bieten, wie zum Beispiel der Weltraum. Umgekehrt schauen wir auch manchmal nach neuen regulatorischen Entwicklungen, wo sich ein neuer Markt eröffnet und wo wir Marktzugang bieten können. Das haben wir bei Cannabis schon gemacht. Das war eine ähnliche Story. Eine junge Industrie, die vor allem getrieben wird durch Regulierung oder Deregulierung. Und genau dasselbe passiert hier auch im Sportwettenmarkt. In den USA gab es eine sehr interessante Entwicklung 2018 im Mai. Damals hat das Bundesverfassungsgericht ein altes Gesetz gekippt, was es verboten hat, Sportwetten auf nationaler Ebene in den USA anzubieten. Außer in Nevada. In Nevada war das erlaubt, bis dahin, sonst nirgends. Als das gekippt wurde, hat sich auf einmal ein großer Markt geöffnet. Und wir wissen kulturell, vielleicht werden einige von Ihnen wissen, ich habe ein paar amerikanische Freunde, das sind Zocker teilweise, die mögen das kulturell, diesen Aspekt vom Wetten und Casinos. Man kennt Las Vegas so als Sinnbild dieser Wettindustrie. Und diese Deregulierung hat wirklich den Startschuss gegeben für das Wachstum einer neuen und sehr interessanten Industrie für Sportwetten. Deswegen habe ich auch als zweiten Punkt das Wachstum hier abgetragen. Meine verschiedenste Firmen, Morgan Stanley, Goldman Sachs, das sind die 2 Banken, die haben Schätzungen abgegeben, aber auch Industrie-Insider-Firmen. Man schätzt circa ein Wachstum von 20- bis 23-fache in den nächsten 15 Jahren. Also ein wirklich sehr hohes Wachstum. Und die Finanzkennzahlen von einiger dieser Firmen sind bereits sehr gut. Denn das sind teilweise nicht nur, es ist zwar eine junge Industrie, aber viele der Firmen, die hier tätig sind, waren davor schon tätig, entweder im klassischen Geschäft mit Casinos oder in anderen Fantasy-Games und ähnlichen Aktivitäten, die erlaubt waren, wo es vielleicht keine direkten Wetten gab. Und die können jetzt basierend auf ihrem existierenden Geschäft dieses neue Geschäft ausbauen und können jetzt schon nicht nur Erträge bieten, wie das oft der Fall ist in anderen Industrien, die jung sind. Man hat Firmen, die neu ins Leben gerufen werden und dann relativ schnell Erträge erwirtschaften, aber noch keinen Gewinn, denn die Kosten übersteigen die Erträge. Das ist nämlich hier nicht der Fall. Man hat hier schon dieses EBITDA, also die Earnings Before Interest, die Erträge nach Kosten, aber vor Steuern, sind schon da, sind positiv und wachsen stark. Das heißt, das ist ein interessanter Aspekt, denn viele Wachstumsmärkte haben das noch nicht so. Die haben oftmals nur hohe Ertragswerte, Ertragssteigerung, aber keine Profitsteigerung. Hier nochmal veranschaulicht die Industrie anhand der Bundesstaaten, wo Sportwetten schon erlaubt ist. Sie sehen, 2018 hat man das Jahr beendet, da gab es immerhin schon 7 Bundesstaaten, wo das erlaubt war. Also da haben 6 Bundesstaaten schon sind vorangeprescht, haben das sofort in Angriff genommen, die Thematik nach Nevada, was da vorher schon zugelassen war.
Heute haben wir schon 26 Staaten, in denen es erlaubt ist, 2021. Man schätzt, dass bis 2024 der Großteil der amerikanischen Staaten, 39, das Online-Sportwettengeschäft vor allem legalisiert haben wird. Das heißt, das ist wirklich der große Treiber. Es gibt schätzungsweise heute schon einen illegalen Sportwettenmarkt oder illegalen Wettmarkt in den USA jedes Jahr von ca. 150 Milliarden Dollar. Also ein gigantischer Markt. Man wird den nicht komplett konvertieren können, das ist unwahrscheinlich. Auch Casinos sind ja heute schon legal, trotzdem gibt es illegale Wetten. Aber man vermutet, dass man vielleicht ein Drittel davon ungefähr langfristig umwandeln kann in legale Aktivitäten. Das heißt, sie hätten dann eine 50 Milliarden Industrie, die hier heranwachsen könnte. Und das haben wir hier, ich springe mal eine Seite, eine Slide, das haben wir hier auch abgebildet. Das ist eine Schätzung von Goldman Sachs, einer Investmentbank, die besagt, dass das Wachstum heute, wie Sie sehen, 2021 hier, sind wir noch ziemlich am Anfang. Wir stehen 2018 war man bei 2 Milliarden, lassen es heute vielleicht das Doppelte sein, 4, 5 Milliarden Industrie. Der Weg nach oben ist aber noch über das Zehnfache an Wachstum steht noch an, wenn man diesen Schätzungen glauben darf. Auch wenn die nicht super, ich will mich da nicht festlegen, ob es jetzt plus, minus einige Milliarden sind, aber was wichtig ist, ist, dass wir von einem sehr niedrigen Niveau kommen, weil die ganze Entwicklung einfach erst vor 2 Jahren losging. Das ist oftmals wichtig für einen Wachstumstrend, den man früh abgreifen möchte und hier auch kann. Und hier noch als die Finanzkennzahlen dazu, die ich vorhin übersprungen habe. Wir haben es hier mal verglichen, wie das aussieht in der Glücksspielbranche selber, in der rechten Spalte und dann aufgeteilt in traditionelle Geschäftstätigkeiten, sprich traditionelle Casinos und Online-Casinos und das Online-Wettspiel. Wir sehen, die Margen sind ungefähr gleich, also sind ein Wert von 28% von EBITDA-Marge ist hoch, das ist ein hoher Wert, wenn man es vergleicht mit traditionellem Einzelhandel, also einem anderen Sektor, wo Leute ihr Geld, was sie beiseite legen nach dem Konsum, den man braucht zum Überleben, also das verfügbare Einkommen quasi, das kann man dann ausgeben für weitere Luxusgüter im Einzelhandel oder man kann es verzocken im Glücksspiel. Die Margen sind hier in der Glücksspielindustrie deutlich höher als im Einzelhandel. Und was man sieht, ist auch hier bei den CapEx, CapEx sind die Investitionen, die sie reinstecken in die Industrie, damit, um zukünftigen Ertrag zu generieren, müssen sie erstmal investieren. Die Investitionen im Online-Sektor sind sehr niedrig gemessen am Gesamtumsatz, bei nur 1,8%. Der Grund dafür ist relativ simpel. Bei traditionellen Casinos müssen sie ein Casino bauen. Sie müssen ein Gebäude haben, sie müssen ein Hotel bauen, die ganzen Spielanlagen und so weiter. Das haben sie nicht. Das Einzige, was sie machen müssen, der größte Kostenblock, ist Marketing. Das heißt, Marketing kostet sie, aber das relativ wenig bei 1,8%. Das heißt, die Ausgaben sind dann deutlich geringer. Und das führt dazu, dass sie im Online-Sektor bei Casinos bessere freie Cashflows haben. Also sie haben mehr Geld nach allen Ausgaben und allem drum und dran jedes Jahr zur Verfügung, was sie reinvestieren können oder auszahlen können an ihre Anteilsinhaber, als sowohl traditionelle Casinos als auch im Vergleich zum Einzelhandel. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie nochmal Schätzungen zu dieser EBITDA-Marge. Morgan Stanley ist eher konservativ, 25. DraftKings, einer der führenden Anbieter im Online-Wettspiel, geht von 31% aus Marge, also Ertragsmarge nach Kosten. Das heißt, es sind wirklich starke, solide Wachstumszahlen, die man erwartet in diesem Sektor. Und das ist wirklich die Story. Darum glauben wir, dass das spannend ist und eine wirklich interessante Wachstumsgelegenheit bietet für Anleger, die sagen, ja, ich glaube, das ist ein sozialer Trend in den USA. Das ist übrigens auch sozial akzeptiert. Also genauso wie hier in Europa, wo die Menschen, noch die Regulatoren vielleicht okay sind damit, dass man Sportwetten hat auf Fußball oder andere Sportarten. In den USA ist das genauso. Die Teams, die Football-Teams, Basketball-Teams, Baseball-Teams, die unterstützen das. Das ist vom Marketing auch so gewollt. Das bringt denen sicher auch ein bisschen Geld in die Kassen. Und das Ganze ist eben, wie gesagt, dann sozial akzeptiert, was im Vergleich zu klassischem jetzt Roulette oder anderen Tätigkeiten noch mal mehr Wind in die Segeln gibt. Hier haben Sie wieder
den Überblick zum ETF. Was für Unternehmen haben wir im ETF drin? Wir haben klassisch einmal die Sportwettenanbieter, die die Plattform betreiben, also B2C, Business to Consumer, also diejenigen, die dann auf ihrem Telefon die Software betreiben und die Plattform haben. Und dann haben wir noch sonstige Anbieter drin, circa ein Drittel. Zwei Drittel sind in diesen B2C-Plattformen, ein Drittel sind bei Technologiezulieferern, Nutzer-Account-Management zum Beispiel oder Medienunternehmen, die zum Beispiel Livestream anbieten von solchen Sport-Events. Und da, hier sehen Sie ein Beispiel vom Portfolio. DraftKings hatte ich vorhin erwähnt, eine der führenden Firmen. Aber Sie haben auch eher klassische Firmen dabei, wie zum Beispiel MGM oder Caesars Entertainment. Der Fonds hat 34 Bestandteile, ist übrigens wie alle unsere Fonds physisch repliziert, also physisch hinterlegt mit den Aktien und auch auf Xetra handelbar seit wenigen Wochen. So, damit haben wir die Wachstumsthemen abgehakt. Kommen wir jetzt zu den Covid Recovery Trades. Es wird Sie wenig verwundern, das Thema Fluggesellschaften und Reisetrends im weiteren Sinne sind wahrscheinlich die beiden Industrien, die mitunter am stärksten profitieren könnten von einer Erholung, von einer Normalisierung der Welt, wenn es denn kommt. Mal schauen. Jeder liest gespannt die Nachrichten, die jeden Tag zu lesen sind von den neuesten Zahlen und welcher Impfstoff wirkt. Aber wir hoffen natürlich, dass die Welt wieder normaler wird. Und natürlich, die Fluggesellschaften haben stark gelitten. Die sind massiv abgefallen. Es ist keiner mehr geflogen. Man konnte nicht fliegen, man durfte nicht fliegen. Alle haben gesehen, die Rettung der Lufthansa. Hier bei uns in UK auch die British Airways, AIG, die Mutter von British Airways, war auch jetzt auch ins Trudeln geraten. Das Bild war überall dasselbe auf der Welt. Kreuzfahrtschiffbetreiber waren ein Jahr lang bei null Geschäft, von davor einem florierenden Geschäft auf null abgefallen. Das heißt, hier haben viele darauf gewartet und geschaut, dass das kommt. Der Trend hat schon angefangen. Also man hat schon einige Reisetätigkeit wieder zurückkommen sehen, vor allem in Asien, auch in China, wo das schon das Ganze etwas besser im Griff war, früher die Situation. Aber jetzt auch in Europa und USA kommen die Zahlen wieder zurück. Und man erwartet eben hier, deswegen die drei Punkte hier, Grenzöffnungen dank der Impfungen ist Punkt 1, Treiber für diesen Trend. Nummer 2, die angestaute Nachfrage, das können Sie vielleicht nachvollziehen. Ich möchte auch gerne wieder mal in die Sonne. In England scheint die Sonne leider nicht so oft. Ich möchte auch meine Familie wieder besuchen in Frankfurt, die dort lebt. Meine Frau möchte ihre Familie in Asien besuchen. Also es gibt viele Gründe, warum man glauben darf und kann, dass die Reisetätigkeit wieder zunehmen wird. Und ich glaube, eine wichtige Frage hierbei ist nicht die Tatsache, dass es zurückkommen wird, sondern wie stark wird es zurückkommen und wird dieser Anstieg stärker sein als die aktuellen Erwartungen. Denn Sie können zu Recht sagen, ist das nicht schon eingepreist? Zum Teil wahrscheinlich schon. Ich habe hier das Rad nicht neu erfunden mit diesem, oder wir haben das Rad nicht neu erfunden hier mit dieser Idee und dem ETF. Die Frage ist, kann diese Erholung stärker eintreten, als man es vielleicht erwartet oder erhofft hätte. Wir glauben, es gibt Anzeichen, dass das der Fall sein könnte und dass man einfach langfristig hier auch, ich will nicht sagen, einen sicheren Trade hat, aber einen Trade, der sich vermutlich nach oben bewegen wird, aufgrund der eben dauerhaften Erholung. Hier noch ein paar Statistiken zu den Punkten, die ich gerade erwähnt habe. Die Zahlen der Schließungen, der Grenzschließungen und Teilschließungen weltweit zusammengetragen von der EU, von der UN-Welttourismusorganisation. Sie sehen, im April 2020 damals, als Corona voll im Gange war, war 72% der Welt geschlossen für Tourismus und für Besucher. Und das hat dann langsam ein wenig abgenommen. Mai war der Höhepunkt und inzwischen im Februar war das deutlich besser. Inzwischen, wie Sie wissen, auch gibt es überall in Europa, in den USA, in UK immer mehr Impfungen. Die Staaten wollen sich öffnen sich zueinander. Vor allem in Europa ist das Reisen jetzt deutlich einfacher als noch vor ein paar Monaten, weil sich die Staaten geeinigt haben auf Regeln. Und wir glauben, das Ganze wird weiter voranschreiten und dadurch eben den Reiseverkehr fördern. Hier ein paar Zahlen zu den USA. Das sind die Passagierzahlen, wie sie sich dort entwickelt haben. Sind schon auf dem Aufwärtstrend seit so Ende des Jahres oder Anfang des Jahres und vor allem seit März, Februar, März, als die Impfkampagne wirklich auch ins Rollen kam, sehen wir jetzt einen
kontinuierlichen Anstieg der Passagierzahlen. Aber das wird dauern. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das sehen Sie hier nochmal. Ich gehe wieder eine Slide weiter. Das ist die 3-4-Jahres-Erholung, die man sich, die geschätzte Erholung an Reisenden weltweit sehen. Die Fluggesellschaften werden wahrscheinlich 3-4 Jahre brauchen, bis sie dahin kommen, wo sie vor der Pandemie mal waren. Kreuzfahrtschiffe stehen noch am besten da. Da glaubt man, dass das vielleicht bald wieder anziehen könnte, von fast null letztes Jahr jetzt zurück auf bessere Werte. Die Kreuzfahrtgesellschaften hatten zum Glück auch gute Cashbestände. Die konnten das überstehen bisher. Und die sind jetzt bereit. Also ich bei meinem Radiosender seit drei, vier Wochen, wenn ich hier im Hintergrund nur Musik höre, kommt zweimal die Stunde Werbung für Kreuzfahrten nach Neuseeland und nach, nicht Neuseeland, Entschuldigung, nach Norwegen und weiß der Geier wohin noch. Also bald haben sie mich auch dazu gebracht, dass ich eine Kreuzfahrt mache. Aber ja, das ist auf jeden Fall auf dem Weg nach oben. Und hier sehen Sie den kurzfristigen Anstieg dargestellt in Blau. Das war die Veränderung der Flugbuchungen links und der Hotelbuchungen rechts im April letzten Jahres. Das ist ein Vergleich von 12 Monaten, also April 2020 verglichen mit April 2019. Man hat einen Kollaps gesehen, also die Buchungen sind kollabiert, 95% runter, also fast auf fast 100%, fast keine Buchung, weder bei Flügen noch bei Hotels. Ein Jahr später schauen wir auf den Wert im März 2021 diesen Jahres im Vergleich zu demselben Wert im März bzw. April letzten Jahres, haben wir hier einen, wie erwartet, einen Anstieg, vor allem in Nordamerika, aber auch Europa, von 70%, in Nordamerika 250% plus bei Flugbuchungen und auch Hotels. Also Amerika scheint wieder reisen zu wollen, wieder auf zu sein, aber auch der Rest der Welt öffnet sich. Und dieser Trend muss natürlich so noch anhalten, damit wir die alten Niveaus wieder erreichen. Das ist die Idee dahinter. Wir haben zwei ETFs aufgelegt mit zwei verschiedenen Partnern. Wir sind ja eine White-Label-Plattform, das heißt, wir hatten unterschiedliche Partner mit unterschiedlichen Ideen, die auf uns zukamen und das unterschiedlich darstellen wollten. Einer davon hat gesagt, ich glaube an die Flugerholung, ich möchte einen reinrassigen Fluggesellschaft-ETF auflegen. Denselben ETF gibt es in den USA übrigens schon, sehr erfolgreich mit 4 Milliarden an verwalteten Vermögen, also ein Jumbo quasi der ETFs, der Jumbo-Jet der ETFs. Wir haben denselben ETF, selbe Regeln hier bei uns aufgelegt. Der ETF investiert zum Großteil in nordamerikanische Fluggesellschaften, US-Fluggesellschaften, kanadische Fluggesellschaften. Das sehen Sie auch in den Top 10, Delta, Southwest, United und so weiter. Aber 20% vom Portfolio ist auch international. Und wir haben nicht nur Fluggesellschaften dabei, sondern auch Flughafenbetreiber und Buchungsplattformen zum Beispiel, um das etwas holistischer abzubilden, das Umfeld der Fluggesellschaften. Wenn Sie es breiter möchten, haben wir eben den, was ich nenne das immer den Reise-ETF, Airlines, Hotels und Cruise Lines, also die Kreuzfahrtschiffe, Hotels sind hier auch dabei. Sie sehen, wir haben, hier ist das Gewicht etwas, wir haben eine Art Gleichgewichtung auch drin. Wir haben wieder Delta Airlines, Southwest Airlines dabei, Ryanair, aber auch Marriott und Hilton als Hotels, ziemlich groß mit dabei. Und die Kreuzfahrtschiffe haben wir auch mit zum Beispiel Royal Caribbean und Norwegian Cruise mit jeweils 4% dabei. Insgesamt ist natürlich die Hotelbranche und die Flugbranche sind größer, die machen ca. 80% vom Portfolio aus, 20% sind dann Kreuzfahrtschiffe. Es gibt einfach nicht viel mehr Kreuzfahrtgesellschaften, aber sie bekommen trotzdem dadurch einen deutlich breiteren Exposure zu dieser Industrie und können damit die Erholung etwas breiter spielen, wenn Sie möchten. 62 Titel in diesem Portfolio, im anderen Portfolio waren es 50, nur um es nochmal zu zeigen. Beide ETFs sind ebenso seit wenigen Wochen auf Xetra gelistet. So, und damit kommen wir dann zum letzten Thema, nachhaltige Zukunft. Und hier Solar- und dezentrale Energiegewinnung gehen auch Hand in Hand. Deswegen habe ich sie auch gemeinsam abgebildet. Solar ist quasi das übergreifende Thema, das etwas, ja, vielleicht breitere ist falsch, aber das übergreifende Thema, nämlich Solar hat sich zur günstigsten Energieform gemausert. Deswegen ist der erste Grund, warum wir glauben, dass es ein spannendes Investment ist, fallende Kosten.
Die Kosten in der Solarindustrie sind stark runtergekommen seit in den letzten 10, 20 Jahren. Wir wissen alle noch, es gab den Hype in den letzten 10, vor 10, 15 Jahren auch in Deutschland, Überproduktion, dann gab es viele Firmen, die pleite gegangen sind. Das Ganze hat der Industrie aber in gewissem Sinne gut getan, denn man hat die Technologie weiterentwickelt. Die Subventionen haben dazu geführt, dass durch mehr Angebot neue Firmen entstanden sind, neue Anbieter, Preise sind runtergekommen. Und heutzutage ist Solar tatsächlich, und das war mir zum Beispiel als Laie gar nicht bekannt, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, Solarenergie ist sogar günstiger als Kohle oder Nuklear, wenn man es holistisch sieht, mit einem, also über den Lebenszyklus einer Installation, sei es Kohlekraftwerk oder Solaranlage, wenn man das runterbricht auf die Kosten pro Kilowattstunde, ist Solarenergie heutzutage die günstigste Energieform. Und der zweite Punkt ist die steigende Nachfrage. Woher kommt die? Hauptsächlich oder stark getrieben wird sie natürlich durch Regulierung. Zwar natürlich wollen wir alle bessere Luft haben und wir wollen alle Besseres tun für die Umwelt, aber man muss ja auch zugestehen, es war einfach Europa, inzwischen auch Nordamerika mit den beiden Infrastrukturplanen, aber auch China prescht voran. Alle haben gesagt, bis 2050, 40, 60, verschiedenste Jahreszahlen, aber alle wollen innerhalb der nächsten 10, 20, 30 Jahre CO2-neutral werden. Und der einzige Weg dahin ist, indem man die Energieerzeugung ändert. Denn zum Beispiel in den USA kommen 50% der Treibhausgasemissionen aus der Energieerzeugung. Und danach haben sie die anderen Punkte wie Transport und so weiter. Energieerzeugung ist der wichtigste Teil unserer Wirtschaft, wo wir Einsparungen erzielen können. Und dafür brauchen wir erneuerbare Energien, Solar, Wind, Wasser. Und man schätzt, dass Solar der größte Anteil an diesem Mix haben wird in den nächsten 15 bis 20 Jahren, eben aufgrund teilweise der Kostenvorteile. Und der dritte Punkt, den ich hier noch genannt habe, ist der technologische Fortschritt. Den kann man anwenden sowohl auf die Solarpanels selber, dass sie dadurch günstiger geworden sind aufgrund technologischer Fortschritte, aber auch auf die dezentrale Energiegewinnung. Und hier spielt Solar eine wichtige Rolle. Nämlich bei dem Thema dezentrale Energiegewinnung geht es darum, dass wir unser Modell der Energieerzeugung wechseln von zentralen Kraftwerken, zum Beispiel Nuklear oder Kohle oder Gas, auf lokale Energieerzeugung. Das heißt, sie haben dann Solarpanels bei sich am Dach, zu Hause, im Garten oder wo auch immer Platz ist und kaufen dazu noch einen Energiespeicher in Form einer Batterie. Und dieses System gemeinsam hilft ihnen, lokal Energie zu erzeugen und auch Lücken zu schließen. Das wird oftmals gemeinsam genutzt mit dem zentralen Netz. Also wir glauben nicht, dass das zentrale Netz komplett obsolet wird, aber langfristig schätzen wir, dass das zentrale Netz nur noch 25% bis ein Drittel der Energieerzeugung liefern wird, was es heute tut. Vielmehr wird sich lokal abspielen. Lokal sowohl bei Privatpersonen, aber auch in der Industrie. Also auch wenn Sie ein Gewerbe haben oder ein Unternehmen sind, werden Sie dann eben skalierbare, größere Solaranlagen haben, um sich lokal die Energie für sich zu erzeugen. Denn die Verluste bei der Übertragung von einem zentralen Netz sind sehr hoch. Zentrale Netze sind sehr ineffizient bei der Energieübertragung. Das kann man abschaffen und verhindern, indem man lokal produziert. Um diese lokale Produktion überhaupt zu ermöglichen, brauchte man technologischen Fortschritt. Wir sind weit genug jetzt. Man hat genug Smart Meter zum Beispiel, so smarte Zähler und alles, was man sonst braucht, um so ein lokales System implementieren zu können, auch kosteneffizient implementieren zu können. Das ist da. Das ist der dritte Trend, der vor allem eben die dezentrale Energiegewinnung vorantreibt. Deswegen haben wir diese beiden Themen gebracht. Hier sehen Sie nochmal, was ich erwähnt hatte, zu den fallenden Kosten von Solar. Wenn wir auf 2009 schauen, gerade mal 10 Jahre ist es her, dass Solar noch mit die teuerste Quelle war für Strom. Und das war quasi noch, was mir im Kopf geblieben ist. Naja, warum soll ich es auf Solar setzen? Solar ist doch relativ teuer. Anscheinend nicht mehr inzwischen. Ich habe auch was gelernt neulich, nämlich, dass es anscheinend auf ca. $40 pro Kilowattstunde gefallen ist, wenn man eben alles in Betracht zieht, wie die Produktion der Zellen selber, den Lebenszyklus. Also wir schauen hier nicht nur auf existierende, bestehende Kraftwerke, weil das wäre ein falscher Vergleich.
sondern man muss auch die Kosten des Baus eines solchen Kraftwerks mit einbeziehen in die Kalkulation. Und dann ist Solar dank eines 90% gesunkenen Kostenniveaus tatsächlich die günstigste Energieform. Hier ein Chart noch zur erwarteten Entwicklung des Energiemixes. Sie sehen, heute haben wir Kohle 28%, circa 23% Gas, also 50% sind traditionelle Energieträger, fossile Energieträger, die im aktuellen Energiemix dabei sind. Wir erwarten, dass in der Zukunft erstmal die Energie, die wir brauchen, deutlich anziehen wird, das Dreifache fast an Energie, die wir brauchen werden bis 2050, 20.000 Gigawatt verglichen zu 7.000 heute. Und viel wichtiger, Solar wird der größte Teil davon werden mit knapp 40% am Energiemix. Und die fossilen Energieträger werden deutlich zurückgegangen sein. Kohle wird nur noch 7% ausmachen, wird zumindest in entwickelten Staaten vermutlich komplett verschwinden. Und Gas wird noch teilweise übrig bleiben, aber in Summe weniger als ein Viertel des gesamten Mixes. Und daher kommt eben diese starke Nachfrage. Wenn Sie das runterbrechen müssten auf wie viele Investitionen brauchen wir eigentlich, um dahin zu kommen, dann schätzt man, dass die Welt ca. 150 Milliarden jedes Jahr in neue Solarprojekte investieren muss, um dieses Ziel zu erreichen und diese Klimaneutralität, die hier erzielt wird, zu erreichen. Das sind unglaubliche Summen, 150 Milliarden jedes Jahr. Also wir sprechen hier nicht von Ertrag innerhalb von eines Jahres über die Laufzeit, sondern wirklich Investitionen, die jedes Jahr stattfinden. Das sind gigantische Werte. Deswegen, glaube ich, haben Sie auch von Anlegerseite letztes Jahr wirklich einen Zufluss gesehen in Fonds und ETFs, die solche erneuerbaren Energie darstellen. Und Solar ist, wie gesagt, unserer Meinung nach der Hauptenergieträger. Wir haben tatsächlich gerade letzte Woche einen ETF aufgelegt, der erneuerbare Energien gemeinsam spielt. Ein globaler erneuerbare Energie ETF, der nennt sich auch so Global Renewable Energy ETF. Aber wir haben Solar extra rausgenommen als Einzelthema noch dazu, weil wir wirklich glauben, dass das der große Trend sein wird in der Welt der erneuerbaren Energien. Und hier zur dezentralen Energiegewinnung, hier spielt Solar eben die Kernrolle, denn Solar ist die Energieform, die genutzt wird für die dezentrale Energiegewinnung. Hier haben Sie abgebildet zwei Modelle, wie ein klassischer Haushalt. Das ist, glaube ich, war eine US-Forschungsfirma, die das zusammengestellt hat und hier abbildet. Die alte Welt sah so aus, Sie fahren einen BMW 3, einen 3er BMW, zahlen ca. $135 im Monat Benzin, heizen mit Erdgas zu Hause, haben einen Gasherd und zentrale Elektrizitätsgewinnung aus traditionellen Netzen und Kraftwerken. Dadurch haben sie 7 Tonnen an CO2 pro Jahr und kostet sie $368. Die neue Welt, wie es aussehen soll, wird, sie haben einen Tesla, wenn es nicht ein Tesla ist, vielleicht ein BMW i3 oder ich glaube auch gibt es verschiedene Anbieter, Audi hat ja neue Modelle jetzt und so weiter. Sie haben ihr Electric Vehicle, also ein Elektroauto zu Hause, das kostet sie $0 im Monat. Die Annahme ist hier, sie laden es jedes Mal auf mit ihrer eigenen produzierten Solarenergie vom Dach. Sie haben eine Hitzepumpe, die kostet sie auch nichts im Monat, weil die wird auch aufgeladen mit Solarenergie. Sie haben einen Elektroherd, der kostet etwas, weil die müssen sie auch tagsüber vielleicht verwenden. Und die Elektrizitätsgewinnung insgesamt ist teurer, das sehen Sie ja auch, $274 im Monat, weil Solar plus Batterie, das ist nicht nur die Erzeugung der Energie, sondern auch die Anschaffungskosten über die Laufzeit dieser Anlage hinweg. Also das kostet sie natürlich, Investitionen am Anfang. Es gibt Modelle zur Finanzierung dafür, die sind hier auch eingebaut. Also hier wurde eingerechnet, was wäre, wenn sie das finanzieren könnten. Es gibt einen spezialisierten Anbieter, die bieten ihnen dann 15, 20 Jahres Kredit zu gewissen Konditionen. Wenn sie das alles mit einrechnen und vergleichen zum traditionellen alten Modell, sind sie heute schon ungefähr break-even, leicht drunter sogar. Sie haben keine Emissionen, sie sind bei netto null schon heute und das Ganze wird von den Kosten her immer weiter abnehmen in Zukunft. Das heißt, wenn wir das heute schon erreichen können, wir glauben, das ist das Modell der Zukunft, aber das steht noch ganz am Anfang. Die USA sind hier mit am weitesten, da gibt es das Modell schon, diese lokale Energieerzeugung, Solar City,
wieder ein Unternehmen von Elon Musk, der ist mit dabei dort, die bauen diese Solarzellen auf ihr Dach, die haben Batteriemodule für sie und die kümmern sich auch um die Finanzierung. Wir glauben, dass ähnliche Modelle auch in Europa Fuß fassen werden und in anderen Regionen der Welt und dass das wirklich ein sehr junger und spannender Trend ist in der Welt der erneuerbaren Energien, der über reine Energieerzeugung hinausgeht, denn hier haben sie noch andere Firmen mit dabei und das zeige ich Ihnen gleich. Ich springe mal gleich zum letzten ETF, zum Distributed Renewable Energy, also dezentrale Energie. Sie haben hier 7 Unterbereiche, aus denen wir die Firmen raussuchen. Das sind einmal Firmen, die dezentrale Energiegewinnungssysteme, Module anbieten. Das sind diejenigen, die sich speziell auf die Speicherung fokussieren. Sie haben Firmen, die sich auf diese Vehicle-to-Grid, also die Kommunikation zwischen Elektroauto und dem Netz, Speicherung, Interaktion, sich darauf spezialisieren. Wie gesagt, noch eine Vielzahl anderer Subsegmente, zum Beispiel auch die Software und die Systeme sind dabei. Also hier sind sie wieder ein bisschen breiter aufgestellt als nur Photovoltaik oder nur erneuerbare Energien. Der ETF hat 50 Bestandteile. Die Bestandteile sind gleichgewichtet normalerweise. Der Grund, warum sich hier Sprünge sehen, ist, weil wahrscheinlich die Performance ich muss zugeben, ich kenne die Firma nicht und weiß auch nicht, wie ich es ausspreche, Feihong Technology hat sich wahrscheinlich verdoppelt im Wert, weil sie irgendwas Gutes getan haben. Das sehen wir öfter mal, dass so ein paar Firmen dann nach oben springen und einen höheren Wert haben. Das wird halbjährlich ausgeglichen und dann neu rebalanciert. Hier Solarenergie-ETF, um es abzuschließen, haben Sie, wie der Name sagt, ein Pure-Play-Investment in Solartitel. Und zwar haben wir hier die Firmen aufgeteilt in zwei Körbe. Einmal ein Pure-Play und ein Non-Pure-Play-Bestandteil. Pure-Play, da muss eine Firma mehr als 60% der Umsätze generieren mit Solarenergie. Non-Pure-Play muss zwischen 5% und 60% sein. In der Praxis hat der Aktienkorb eine Reinheit von ca. 85%, also sehr hoch. Die 44 Firmen, die aktuell im Portfolio sind, geben Ihnen wirklich ein unglaublich reines Exposure gegenüber der Solarindustrie. Ja, beide ETFs sind, wie gesagt, auch seit wenigen Wochen auf Xetra gelistet. Damit bin ich auch durch mit meinem Vortrag. Ich hoffe, es war spannend und interessant, Ihnen einige kurze, aber hoffentlich prägnante Einblicke geben zu können in diese 6 Themen aus den Bereichen neue Wachstumsthemen, Recovery Trades und nachhaltige Zukunft.